needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Alien Noir. Hier ist Oliver 301, moin moin und hallo. Und wie man in der Cutscene gerade seht, sind wir in der Verfolgungsjagd eines Verdächtigen. Der Typ, der da vorne läuft und der sich gerade Geld geholt hat. Und wir müssen herausfinden, was er mit dem Geld vorhat. Hat er mich gesehen? Ach komm! Das ist der hat wirklich Paranoia, der Typ, kann das sein? Action-Sequenz überspringen. Die Sequenz verschwindet und keine Auswirkungen auf den Fortschritt des Falls. Das ist übrigens einer dieser Komfortfunktionen, die das Spiel hat. Wenn man zu häufig in einem Ding versagt, kann man es überspringen. Habe ich jetzt nicht vor. Ich will es doch auf ehrliche Weise schaffen. Und wenn es zu lange dauert, dann lasse ich es halt sein. Aber jetzt gerade habe ich keine Lust drauf. Weg mit der Cutscene. Kein Mensch braucht sie. Ey, ich bin nicht mal nah dran! Du dummes Spiel! Ein Versuch noch. Das ist jetzt der letzte Versuch und dann zeige ich euch mal diese Komfortfunktion. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch gar nicht. Nicht mal in 16 Teilen Russenfilm. Too much slack. Gotta get closer. Puff it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Bleibe ich jetzt mal auf der anderen Seite der Straße. Wo ist er denn? Ach, da. Nein, das ist nicht so... Das ist sehr unauffällig. Ach, mir ist gerade irgendwie warm. Das passiert wohl, wenn man einen Ventilator... wenn man Fenster zumacht. Und dann die warme Konsole anmacht. Komme ich jetzt hier wieder aus dem Inkognito-Nitos raus? Ach komm, wieso sieht er mich denn eigentlich immer? Ach, fickenhart. Das Spiel ist mir gerade... Die Verfolgungsjagd ist mir jetzt gerade wirklich zu doof. Sehen wir uns doch mal die Komfortfunktion an. Die habe ich früher auch noch nie benutzt, von daher. Das Überspringen von Action-Sequenzen kann über das Aktionsmenü beendet werden. Also es ist überspringt jetzt nur diese Sequenz, oder? Wir gucken einfach dann im Menü nach. Action-Sequenzen meinen sie übrigens auch Ballereien und so ein Mist. Warum die das jetzt hier als Action-Sequenz zählen, weiß ich nicht, aber ist ja egal. Right, Mexico City. One-way ticket, please. Next available seat. That would be one day from now. Is that okay? It's going to have to be. Da will sich jemand nach Mexiko absetzen. LAPD. The man who just came in here. He bought a ticket. Yes, sir. To Mexico City tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket from Mexico City. Tomorrow night. That's good. But this is better. Mensch, er hat... Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large. For a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Ein goldener Zigarettenhalter? Wirklich? Okay. Wo zur Hölle sind wir denn jetzt eigentlich? Also wie weit von dem ursprünglichen Ausgangspunkt hätte ich denn eigentlich durchhalten müssen? Ja, war klar. Nur 5 Meter. Da vorne an dem Fußtypen bin ich gerade hängen geblieben die ganze Zeit, wisst ihr?
Ach, naja, egal. Was soll's. Ich guck mal ganz kurz ins Menü, nicht, dass die jetzt die Actionsequenzen dauerhaft ausgeschaltet hatten. Das wäre dumm. Actionsequenzen überspringen, aus. Ich will, ja, nicht, dass alles übersprungen wird. Das wäre ja schon ganz schön sprunghaft. Das wäre ganz schön sprunghaft. So, da vorne haben wir ein Telefon. Gehen wir doch mal kurz telefonieren. Da ist das Telefon. Obwohl, ich könnte bestimmt auch ins Auto einsteigen und würde dieselbe Information bekommen. Aber hey, telefonieren ist auch cool. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps Badge 1247. How could I help, Detective? Messages, please. Yes, Detective. Detectives Bukowski and Galloway request you return to the Hollywood Station. They have information in the Julia Randall case. Any luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's posted the Hollywood 9th Beat Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thanks, ma'am. Okay. Ja, wissen wir das jetzt auch? Dann können wir ja wieder zum Zentralrevier fahren. Und weil ich ein fauler Mensch bin, lasse ich das den Typen machen. Und, ja, wir fahren einfach zum Revier. Ja, komm, warum nicht? Flop, los, Ziel festlegen. Fahren wir zum Revier. Bis zur Endlichkeit noch viel weiter. Old Henry's looking as guilty as a dog next to a pile of dog shit. What's his motive? I can think of a few, but I'd put my money south of the belt. One guy plus two dames always equals problems. Ach ja, ich mag gerade dieses pulsierende rote Licht meiner Avamedia. Es hat irgendwie was Entspannendes, wenn man da so hinguckt. Sir, I need the contraband list. Item stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. Here you go. Thanks. Is the cigarette case on there? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die Zigarettenschachtel. Da müsste man ja eigentlich nach irgendwas Goldenem gucken. Was ist das hier ganz unten? Radio? Okay. Gold. Da ist was mit Gold. Wartet, wartet. Jetzt muss ich bloß mal meinen Finger drauf kriegen. Goldener Kerzenleuchter. Scheiße. Was heißt denn Zigarettenschachtel auf Englisch? Goldkette. Zigaretten. Ah ja, natürlich. Zigarettencase. Da hätte man drauf kommen können. It's here. Wireless Radio? Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. Ich hab doch gerade alles. Egal. Dealerware. Geklaut ist es auch noch. Ja, dann würde ich es auch versetzen, wenn ich keinen Cent für ausgegeben habe. So, was ist denn jetzt gerade unser Ziel? Officer Wallace treffen, ihr Wardstons Wohnsitz erkunden. Ah, okay. Das hat sich ja wahnsinnig gelohnt, hierher zu fahren. Naja, irgendwie ja schon, weil wir haben jetzt neue Informationen, auch wenn es nicht wirklich viele sind. Wir wissen, dass der Zigarettenschachtel geklaut ist. Eigentlich ist sie schon wieder geklaut, weil die Polizei hat sie geklaut. Von dem Typen, der sie gekauft hat. Gut, andererseits war es Fehlerware. Gut, dann fahren wir mal zur Hollywood-Streife. Und dann untersuchen wir mal den Wohnort dieses sauberen Herrn. Der sie nach Mexiko absetzen will. Mexiko? Mexiko. Weiß ich, irgendwie würde ich auch mal gerne nach Mexiko, aber nur wegen des Essens. Aber dann kann man eigentlich auch nach Amerika fahren und dann irgendwie Texas, Tex-Mex essen. In Texas, du wisst schon. Ach ja, ich reise ja persönlich sehr gerne, hauptsächlich wegen des Essens. Ich mag ja ausländisches Essen. Eigentlich merkwürdig. Ich meine, ich wohne hier in Dresden.
occurred 3155 West 4th Street. Ach so, schon wieder Nebenfall. Ich dachte, das sei was Wichtiges. Ich meine, ich wohne in der Großstadt und gehe praktisch niemals irgendwo mal essen, wo halt irgendwie was Leckeres ist. Also ich meine, ich war die ganze Zeit, die ich hier in Dresden jetzt wohne, noch nicht einmal beim Asiaten oder sowas essen. Aber esse ich extrem gerne asiatisch. Oder? War ich schon mal asiatisch essen? In Dresden? Also ich habe es noch nicht so in der Art. Asiatisch gegessen habe ich hier natürlich schon, weil in der Mensa gibt es ja nur wieder mal was Asiatisches, aber... Das ist ja doch schon was anderes. Guck mal, der Hollywood Lands Schriftzug. Haben wir den schon mal so deutlich gesehen? Weiß ich gar nicht. Egal. Wie spät ist eigentlich? Ach, bis zum Ort des Verbrechers kommen wir noch. Der Streifen natürlich. On, let's give him a hand. Right behind you, Wallace, Detective Phelps. Ja, scheiße. Wallace. Go left. I'm going right after this little prick in the alley. Ich habe jetzt gerade nicht genau hingehört, wo ich lang gehen sollte, aber ach, ist ja egal. Wie man sieht, treffen sich alle Wege in Rom. Uah! Hätte ich mal die Schrotflinte mitgenommen. Throw out the guns. Ach, jetzt geh doch mal von dieser scheiß Deckung weg. Oh ja, das war gutes in Deckung gehen, Phelps. Ich habe den Knopf gedrückt, aber du so nö. Wo sind denn die? Da ist einer. Ach, ich mag diese Schusswechsel in diesem Spiel irgendwie nicht. Irgendwie wünschte ich immer, ich könnte das Ganze ohne Schüsse lesen, aber es geht ja nicht. Find some cover. You're covered, Phelps. Komm, streck deinen Kopf raus. Ja, so ein bisschen. Den habe ich einen neuen Scheitel gezogen, würde ich sagen. Ganz schön fies. Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. I nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I miss his partner, though. His partner? Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. He got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, run for it, Willie. And you think he was an acrobat of some sort? More like a strongman, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. You haven't done too badly yourself. Ja, das war das. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bin Oliver301, verabschiede mich und bis im nächsten Part. Bye bye.